Hallo Leute, wir kommen wieder zu einem PlayStation 2 Collection Video und dieses Mal ist es Part 25. Das erste Spiel, was ich euch zeige, ist Tom Clancy's Ghost Recon für die PlayStation 2 von Redstone Entertainment, von Ubisoft vertrieben. Hatte Bonus inklusive Desert Sieg Mission. Ja, fand ich damals ja, sehr geil. Ich habe das auf allen drei Schwierigkeitsgraden durchgespielt, auch wenn die Grafik veraltet war. Damals fand ich die echt sehr gut. Das konnte man auch kooperativ gegen, ich glaube auch zusammenspielen, ja. Und man konnte es auch gegeneinander spielen in Split-Screen-Modus. Das fand ich geil, aber keiner wollte es mit mir mehr wieder spielen, weil es so gut da drin war. Also das ist echt geil gewesen. Das finde ich sogar besser als die neuen Ghost Recon-Teile. Das hatte ich, wie gesagt, auf PS2 komplett durchgespielt, auf jeden Schwierigkeitsgrad. Nachher mal auf dem GameCube wie mein Bruder auch komplett durchgespielt. Also mir hat es damals gut gefallen und ich würde es heute noch empfehlen. Dann kam die Erweiterung, die ging auch dann online auf der PS2. Tom Clancy's Ghost Recon Jungle Storm. Ja, das hat mir nicht mehr so gefallen. Die Grafik war zwar verbessert worden, aber irgendwie konnte ich nicht mehr die Figuren einzeln, also man konnte die einzeln auswählen, aber die anderen sind immer mitgegangen. Das war hier leichter irgendwie bei dem ersten Teil. Da konnte man einzelnen gehen und die anderen stehen lassen. Hier gehen die einen immer nach und das fand ich ein bisschen doof. Deswegen fand ich es auch nicht so gut, hab's auch nicht komplett auf jeden Schwierigkeitsgrad durchgespielt, aber war ganz nett. Dann Ghost Recon 2. Sagen wir mal so, auf der PS2 hat das eine schöne Optik und ist auch ganz gut, aber ich finde es schlecht gegen die Xbox-Fassung, weil die Xbox-Fassung, die ist einfach geiler. Also die ist optisch auch schöner, aber die kann man zu viert spielen an einer Konsole. Es war einfach, ich kann es euch gar nicht sagen, es ist auf der Xbox einfach viel besser als auf der PS2. Obwohl es auf der PS2 gar nicht so schlecht ist, aber wenn die Wahl, kauft euch lieber das Xbox-Spiel davon, weil die ist auf jeden Fall deutlich überlegen der PS2-Version. Dann ein Spiel, was viele gar nicht gut gefunden haben, The Getaway. Ich glaube, man spielt Mark Hamilton oder so. Nee, Mark Hampton oder so hieß die Figur. Das ist der Typ in der Mitte hier, der hier. Und ab und zu durfte man den hier spielen, das ist ein Polizist, Frank, keine Ahnung mehr. Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, es war auf jeden Fall, also Kritik an dem Spiel war ja, dass es da keine Energieanzeige gab, Patronenanzeige, ich fand das eigentlich sehr cool. Hab mich auch sehr gut gefühlt in dem Spiel, das spielt in London. Man muss seine Frau befreien, oder war es die Tochter? Das kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen, auf jeden Fall muss man da Missionen machen, das war ganz cool, auch die Optik fand ich damals sehr gut. Und ich war auch noch ein Poster dabei, eine geile Anleitung. Scheiße, habe ich die Kamera verschoben. So muss eine Anleitung sein. Ja, war ein geiles Spiel. Hat auch ein Teil 2 gegeben. Die Entwickler haben auch für die PSP dieses, wie heißt es denn jetzt? Ich weiß gar nicht, wie das jetzt heißt. Auf jeden Fall gibt es auch ein PSP-Spiel davon, so eine Art. Auch zu empfehlen eigentlich. Dann The Getaway Black Monday. Ja, das habe ich noch gar nicht gespielt. Muss ich zugeben. Ich weiß nicht warum. Irgendwie, ich wollte es mal spielen, dann habe ich das erste Level, glaube ich, gespielt. Ich glaube, es liegt an den Charakteren, aber ist nicht schlecht, also ist auch gut. Aber warum es nicht durchgespielt habe, weiß ich jetzt auch nicht. Deswegen kann ich auch nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, die Grafik wurde nochmal verfeinert. Man konnte Motorradmissionen jetzt da spielen und es gibt, man kann jetzt auch ein Mädchen hier spielen, so eine Schleichmission. Vielleicht liegt es daran. Ist aber, glaube ich, auch nicht so schlecht. Also ich glaube, wenn das genauso wie der erste Teil ist, dann kann man es auch empfehlen. Natürlich nur für die Leute, die es auch mögen. Dann The Great Escape. Gesprengte Ketten, ich glaube, das ist eine Serie oder ein Film, da gibt es davon. Wurde von SCE entwickelt. Die haben auch die Complete Desert Storm Spiele gemacht, die mir auf der PS2 und Xbox sehr gut gefallen haben. Das Spiel hier war optisch ganz nett. Aber ich komme da nicht so weit. Deswegen habe ich es auch nicht durchgespielt. Ich hänge irgendwie fest. Ist aber eigentlich sehr gut, finde ich. Also kann man, wenn man diesen Film oder Serie, was das da ist, mag, kann man sich das ruhig kaufen. Also, ich komme da zwar nicht so weit, aber mir hat es gefallen. Dann haben wir ein Spiel, was ich gesuchtet habe damals, Tenju, für die PS2. Komplett in Deutsch und ungeschnitten. Das ist geil. Ist auch einer meiner Lieblingsteile auf der PS2. Ist zwar wieder typisch Tenju, die Optik ist eben nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste. Dann spielt hier eben Rikumaru und Ayane. Und ja, das ist eine Art Splinter Cell im Mittelalter, nur geiler finde ich.
Man kann hier so, wenn die Wachen nicht aufpassen, kann man sich von hinten anschleichen, so einen Move ausführen, dann kommt auch dann noch eine, ja, so eine Kill-Attack-Szene. Finde ich auch sehr cool und könnte man empfehlen, also sollte man empfehlen. Aber die Xbox-Version, die ist zwar besser ein bisschen optisch, aber die ist komplett in Englisch, deswegen empfehle ich nur die PS2-Version. Dann Tenchu Fatal Shadows oder Shadow. Ja, das habe ich nie gespielt, habe es mal günstig gekauft. Ist optisch viel schöner, aber man spielt nur noch Ayane und diese andere, die ich jetzt gar nicht kenne. Ich glaube, die heißt Rin, steht doch da, diese hier. Ist gut, genauso denke ich mal. Ist von FromSoftware Software, die haben auch, wie heißt es denn jetzt nochmal? Demon's Souls gemacht und Armored Core. Auf jeden Fall ist ein gutes Spiel und auch wenn ich es nicht gespielt habe, ich glaube, ich habe es noch nicht gespielt, weil die Charaktere nicht bei Rikumaro sind. Aber ich denke, wenn man es spielt, ist es genauso gut. Also, ich werde es auch mal auf jeden Fall spielen. Auch wenn Rikumaro nicht dabei ist, denke ich, ist es gut und wird von Sega vertrieben. Da mein einziges japanisches Spiel, Transformers von Takara, von Atlus, glaube ich, dann entwickelt oder vertrieben, kann ich euch gar nicht sagen. Ja, ist ein Spiel, was ich mir sehr gerne als PAL-Version gewünscht hätte. Ist aber nie hier erschienen. Ich hatte damals von Freunden eine umgebaute, ne, gar keine umgebaute, doch, die war umgebaut, eine PS2 Small ausgeliehen, dann habe ich mir deshalb gekauft, weil ich ja Transformer-Fan bin. Ist eine Art Dynasty Warrior, man geht einen Schnitt auf einer Karte, da kommen Decepticons, zum Beispiel Megatron, Soundwave, Starscream, die Sweeps. Ist sehr cool gemacht. Ich zeige euch mal ein paar Bilder hier. Die Optik ist natürlich nicht so schön, aber für Fans ist es auch nicht so wichtig. Es ist viel wichtiger, dass die Figuren wie Rodimus und Optimus, Galvatron und Megatron. Ja, und da zeige ich euch auch mal die Anleitung. Das war übrigens die Disc. Das war das Coverchen hier. Hat mir sehr gut gefallen. Eigentlich habe ich es auch durchgespielt. Aber natürlich konnte ich nichts verstehen, aber ist egal. Hier, das ist Optimus Prime. Oh, ich weiß gar nicht, Ratchet, glaube ich. Die kennen wir Transformer-Fans hier. Rodimus Prime oder Hot Rod. Das ist der von den Headmasters. Galvatrons. Megatron. Soundwave, Starscream. Ja, und das sind eben Werbung für andere Spiele. Nochmal ein Bild, wo alle draus sind eben. Ist zwar nicht erschienen, aber ist sehr gut. Also für Fans auf jeden Fall. Und dann Transformers, was hier auch in Deutschland erschienen ist. Über Atari von Melbourne House entwickelt, glaube ich. In Atari vertrieben. Ja, was soll ich zu diesem Spiel sagen? Das hat eine grandiose Optik. Ist in dieser Pappbox. Gibt auch einen Director's Cut, den habe ich auch. Aber den kann ich euch erst im nächsten Teil zeigen, weil ich immer nur 10 Spiele zeige. Könnt ihr euch mal die Optik ansehen. Das sind halt Transformer von der Armada-Serie von damals. Hier, das ist Bumblebee. Ist aber sehr cool. Deutsche Synchron geht in Ordnung. Optisch ist hammergeil. Man kann da noch so Minicons sammeln. Und ich habe hier in diesem Spiel alles freigeschaltet. Jedes Bild, jeden Minicon gesucht. Es gibt zum Beispiel Minicon, da kriegt man Flügel, kann so wie ein Gleiter über den Urwald schweben. Das ist so cool. Also eines der schönsten PS2-Spiele. Leider war das Spiel ein Flop. Hätte mir gewünscht, es wäre ein Erfolg gewesen, weil die Entwickler hatten auch noch eine Idee mit einem Decepticon-Spiel. Auf jeden Fall eines der besten Transformer-Spiele, was es gibt. Besser auch als die Filmumsetzung. Das ist neben Cybertron War das beste Transformers, was es echt gibt für Fans. So, das waren meine 10 Spiele in Part 25. Hoffe, es hat euch gefallen. Heute bin ich ein bisschen durcheinander. Es ist ziemlich warm draußen, aber ich habe mir gleich mal mit dem Part wieder einen neuen, weil ich habe gerade Lust dazu. Ja, und ich freue mich über Kommentare und Bewertungen und sage, ciao, YouTube.